Wo findet man auf diesem Feld bei Fulda virtuelle Realität? Archäologen haben mal ein antikes Grab hier gefunden. Jürgen Schneider und Nina Reit suchen, was davon noch übrig ist. Das Ganze ist ein Experiment. Wir wollen was demonstrieren. Jürgen müsste es finden, hat ja 2009 selbst mitgegraben. Er ist Hobbyarchäologe, wie Nina auch. Laut unserem Plan sind wir jetzt hier am Rand angekommen. Aber, wie wir sehen, sehen wir nichts. Man würde heute kaum noch was sehen. Vielleicht einzelne Steine von der Packung, aber ansonsten ist ja alles wieder zugemacht worden und so wieder hergerichtet worden, dass der Bauer wieder normal das Feld bestellen kann. Völlig klar. Die meisten archäologischen Funde sind nach der Ausgrabung einfach weg, für immer verschwunden. Und jetzt unsere Überraschung für die beiden, David Krick. Der kann die Vergangenheit wieder lebendig machen. Für die 3D-Brille hat er ein Dreivierteljahr lang die Ausgrabung neu programmiert. Und jetzt dürfen Jürgen und Nina staunen. Jetzt. Ist nur alles frei, ist auch kein Loch da. Also das ist ja fast wie auf einer echten Ausgrabungsstelle. Man sieht ja richtig die Steine und die Welle, als wird der Grabhügel gerade vor mir sein. Das ist ja der Hammer hier. Also ich fühle mich 13 Jahre zurückversetzt hier, muss ich echt sagen. Also das ist ja da das Ultimo hier. Das ist ja Wahnsinn. Toll. Oh, hier ist ein Stein, den kleiner ich Huppe sehen würde. Es ist unglaublich, dass sowas funktioniert. Also ich fühle mich, als wäre ich jetzt gerade 2009 auf der Grabung gewesen. Man hat sich wirklich 13, 14 Jahre zurückversetzt. Da war ich ja auch noch ein bisschen jünger in der Zeit. Aber einmalig, was man mit der Technik heutzutage erreichen kann. Wir folgen David Krick zum Softwareentwickler Feinsinn in Fulda. Hier arbeitet er als Technical Artist. Jürgen und Nina dürfen hier testen, was David in seine Simulation noch eingebaut hat. Sie entdecken Dokumente, Fotos und Projektoren zum Beispiel. Die hat David erfunden, damit man die Grabhügel aus der Bronzezeit wiederherstellen kann. Sogar aufschneiden kann man sie damit und eigenhändig den Toten freilegen. An der Spieleentwicklung hat auch Davids Oma mitgewirkt. Also dadurch, dass meine Oma öfter mal ein Versuchskaninchen für VR-Anwendungen ist, konnte ich sie nicht mehr allein mit der Technik begeistern. Aber archäologische Inhalte so darzustellen, das kannte sie vorher auch noch nicht und fand das auch interessant. Aber ich denke, wenn man da irgendwie seinen Rhythmus gefunden hat und weiß, wie man in der Welt interagieren kann, wie man sich bewegen kann, dann glaube ich, ist das etwas, was einen Mehrwert bietet. Die entscheidende Hürde wartet auf David aber hier, beim Kunden. Sein Programm muss auch dem Fondau-Museum Fulda gefallen und den Besuchern natürlich. Regelmäßig prüft Archäologin Milena Wingenfeld, ob die virtuelle Darstellung auch korrekt ist. Wir können die originalen Funde und dann eben auch die Rekonstruktion von den Funden sehr gut darstellen. Das ist richtig toll, auch wenn man auf der Grabung selber dabei war. Original und digitales Abbild, sehr ähnlich. David Krick hatte auch gutes Material, sagt er. Die Fundstücke waren vermessen, das heißt, ich hatte genug Referenzdaten, um an möglichst authentisches Ergebnis ranzukommen und hatte nicht so viel Interpretationsspielraum, wie das manchmal ist, wenn einfach die Datenlage nicht so gut erfasst ist. Ob sich all die Mühe gelohnt hat, entscheiden am Ende die Museumsbesucher. Was sagen unsere Tester nach der Spielprobe? Wenn man den Dreh erstmal raus hat und das öfter macht, zum Beispiel mehrere Tafeln in die Hand nimmt, denke ich, klappt das schon gut. Und man kann sich gut dadurch fuchsen. Es gibt sicherlich Besuchergruppen, die sich für sowas faszinieren lassen. Also da bin ich überzeugt von. Also das ist ja was ganz Neues und was für die Zukunft Weisendes eigentlich. Und das ist die Zukunft der Archäologie, kann man sagen. Wann die virtuelle Ausgrabung an den Start geht, wenn nicht schief geht, noch in diesem Jahr.